Ja, das Drama um Solar Millennium nimmt nicht ab. Der Konzern setzte einst große Hoffnung in Utz Klaassen, den einstigen Vorstandschef. Aber nach 2,5 Monaten war es dann auch schon wieder vorbei. Der Manager nahm den Hut. Utz Klaassen hatte für seine Anwesenheit von 74 Tagen rund 9 Millionen Euro erhalten. Solar Millennium will einen Teil des Geldes jetzt zurück. Über dieses Thema wollen wir sprechen mit Dr. Carsten von Blumenthal. Er ist Analyst bei SES Research. Dr. Carsten von Blumenthal, schönen guten Morgen. Es gibt immer noch Streit zwischen Solar Millennium und dem Ex-Chef Utz Klaassen. Jetzt will der Konzern seinen früheren Vorstandsvorsitzenden verklagen. Kann Solar Millennium damit das Vertrauen am Kapitalmarkt wiederherstellen? Ja, ich denke, die Situation mit Utz Klaassen ist sicherlich verfahren. Und es wird natürlich schwierig sein, da das Geld, was als Antrittsprämie gezahlt wurde, zurückzubekommen. Und ob das nun ein Vertrauen am Kapitalmarkt wiederherstellt, das weiß ich nicht. Viel wichtiger ist, dass das Unternehmen operativ vorankommt. Ich denke, das wird der wesentliche Treiber sein, das Vertrauen wieder herzustellen. Und wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, die Schadenersatzansprüche von 9 Millionen Euro durchzubringen? Ja, ich bin da moderat skeptisch. Ich bin weder Jurist noch kenne ich die genauen Verträge. Ich gehe davon aus, dass Herr Klaassen da durchaus Verträge geschlossen hat, die es Solar Millennium schwer machen werden, diese 9 Millionen noch einzutreiben. Aber das wird im Endeffekt dann das Gericht entscheiden. Ich jedenfalls bin da sehr vorsichtig und rechne eher damit, dass diese 9 Millionen komplett abgeschrieben werden müssen. Wie beurteilen Sie derzeit die Auftragslage von Solar Millennium? Ja, Solar Millennium hat zum einen in Spanien Projekte, die abgearbeitet werden, und zum anderen ist das wesentliche Geschäft der Zukunft in den USA, und hier sieht die Auftragslage sehr, sehr gut aus. Ich rechne damit, dass dieses Jahr noch mindestens ein US-Projekt in die Bauphase geht, aber Solar Millennium hat über 2 Gigawatt an Projekten in den USA, die auch alle eine recht gute Chance haben, tatsächlich genehmigt zu werden. Insofern ist das Unternehmen zurzeit in einer Situation, wo es wirklich ein sehr, sehr starkes Wachstum in den nächsten Jahren antizipieren muss. Hat der Konzern eigentlich noch genügend Liquidität für seine Wachstumspläne? Also sicherlich kann ein kleines Unternehmen wie Solar Millennium solche Milliardenprojekte in den USA, sind es ja wirklich Projekte, die jenseits von 1 Milliarde Dollar zu veranschlagen sind. Sowas kann ein kleines Unternehmen nicht aus eigener Kraft finanzieren. Deshalb sind ja auch die Deutsche Bank und die Citigroup da engagiert worden, um entsprechende Finanzierungsvarianten zu entwickeln und dann Investoren zu finden, um diese Projekte dann in die Realität umzusetzen. Und ich denke, dass das Unternehmen da auf einem guten Weg ist, die Finanzierung dieser Projekte auch wirklich auf die Beine zu stellen. Und wie sehen persönlich Ihre Prognosen für Solar Millennium aus? Für 2010 gehe ich von einem Gewinn pro Aktie von 1,32 Euro aus, und ich rechne dann in 2011 damit, dass da doch die US-Projekte dann zu einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums führen, entsprechend höhere Umsätze generiert werden. Und das äußert sich dann auch in einer deutlich erhöhten Schätzung für den Gewinn pro Aktie, nämlich bei 3,17 Euro. Die Aktie von Solar Millennium ist ja bisher nur im Freiverkehr notiert. Würde ein höherer Transparenzlevel nicht zusätzliches Vertrauen schaffen? Absolut. Wir haben im Augenblick ja diesen etwas seltsamen sogenannten 8-Monats-Bericht, der jetzt wahrscheinlich auch im August wieder ansteht als Zwischenbericht. Und dann haben wir den üblichen Geschäftsbericht. Ein höheres Transparenzlevel würde natürlich dazu führen, dass der Investor in kürzeren Abständen informiert wird, wie die Situation des Unternehmens ist, und
dieser Vorteil, dass man quasi näher dran ist zeitlich, würde natürlich bei den Investoren positiv aufgenommen werden. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, es handelt sich hier um Großprojekte, die 3-4 Jahre dauern. Da kann es natürlich dann auch quartalsweise zu großen Sprüngen kommen, je nachdem, ob eine Finanzierung gerade durch ist oder nicht. Insofern kann das natürlich auch die Kommunikation ein bisschen schwieriger machen. Aber grundsätzlich glaube ich, ein Unternehmen, das zukünftig doch ganz andere Größendimensionen erreicht, sollte möglichst viel Transparenz bieten. Welches Potenzial sehen Sie in der Aktie? Also wenn es dem Unternehmen tatsächlich gelingt, in diesem Jahr mit dem ersten US-Projekt anzufangen und in den nächsten Jahren weitere US-Projekte anzuschieben, dann sehe ich gute Chancen, dass mein Kursziel von zurzeit 31 Euro in absehbarer Zeit erreicht werden kann. Dr. von Blumenthal, vielen Dank für das Interview.